Zum Thema geile Waffen, die unglaublich schwer zu kriegen sind, hattet ihr in den Kommentaren ziemlich viel zu sagen. Und natürlich gibt es einen zweiten Teil. Es gibt eben einen ganzen Haufen an Waffen, für die du dir den Arsch aufreißen musst, um sie zu schnappen. Dann steigen wir doch direkt ein und starten mit dem wunderschönen Shadow of the Colossus. Das Schwert, um das es jetzt geht, wurde erst lange nach der ersten Veröffentlichung von Shadow of the Colossus gefunden. Und das liegt daran, dass du erst mehrere Aktionen durchführen musst, bevor du es freischalten kannst. Und das hat eben seine Zeit gedauert. Außerdem musst du das Spiel bereits gleich mehrere Male durchgespielt haben. Es gibt in Shadow of the Colossus 79 versteckte Münzen oder Relikte und die gilt es zu sammeln. Dass es ganze 79 sind, haben Gamer erst so spät rausgefunden, weil diese Dinger so scheiße schwer zu finden sind. Deine Ausdauer muss immens hoch sein, um die Relikte bergen zu können, und du musst die Karte akribisch durchsucht haben, um die Münzen in den hintersten Ecken und Klippen zu finden. Dann musst du nur noch Kolosse im Time-Attack-Modus besiegt haben und letztendlich zum zentralen Schrein zurückkehren. Dort kannst du nun das Schwert des Dormin in Empfang nehmen. Das Schwert reduziert die Lebensregeneration von Wanda um die Hälfte, teilt dafür aber signifikant mehr Schaden aus. Es sind übrigens genau 79 Stufen, die du zum Schwert hochlaufen musst. Genauso viele, wie du Münzen brauchst. Der Phantombogen in Battlefield 4 gehört zu den am schwersten zu bekommenden Waffen in allen Videospielen. Es ist eine lächerlich große Anzahl an Schritten nötig, die du bewältigen musst, um den Bogen zu bekommen, sodass es Dutzende von Threads gibt, in denen sich Gamer darüber auskotzen. Jeder Spieler, der den Bogen haben will, muss alle versteckten Phantomaufgaben erfüllen, was ewig dauert. Dann muss er eine von 4 versteckten Hundemarken finden, die zufällig alle 20 Minuten in einer winzigen Schachtel auf bestimmten Karten auftauchen, was geradezu frech ist. Mit der Tarnkleidung, die wir bis hierhin freigeschaltet haben, müssen wir dann einen geheimen Aufzug nutzen, der mit mindestens 3 anderen Leuten nach unten fährt, die alle die anderen Hundemarken aus den anderen 3 Levels besitzen. Du wirst getötet, wenn du nicht alle Anforderungen erfüllt hast, bevor sich die Türen öffnen. Das Passwort, das du eingeben musst, besteht aus 16 Zahlen und formt sich aus logischen Berechnungen, die auf der Fibonacci-Folge beruhen, was krank ist und nur monatelange Arbeit von vielen Spielern zu verdanken ist. Und jetzt stellt euch mal vor, wie angepisst diese Leute gewesen sein mussten, als Entwickler DICE sich irgendwann dazu entschied, den Bogen einfach so rauszugeben, ganz ohne Arbeitsaufwand. Über die Reader aus Ratchet & Clank haben wir schon mal gesprochen, aber für diese Liste ist sie unerlässlich. Es handelt sich bei der Reader um die stärkste Waffe im Spiel, die gleichzeitig 9 Raketen abschießen kann, von denen jede einzelne auch noch eine automatische Zielverfolgung besitzt. Zielen musst du mit der Waffe gar nicht mehr, drück einfach ab und sieh zu, wie all deine Gegner explodieren. Nur nutzt dir die Reader am Ende kaum etwas. Denn du musst, um die Reader zu bekommen, das Spiel bereits mehrmals komplett durchgespielt haben. Denn nur so kannst du das Geld auftreiben, um die Waffe zu kaufen. 150.000 Bolts werden für die stärkste Waffe der Galaxie fällig. Es ist doch einfach ärgerlich. Genau dann, wenn du die Waffe für gar nichts mehr gebrauchen kannst, gehört sie endlich dir. Für die Scarab Gun oder Scarab Kanone aus Halo 2 brauchst du einen Plan, Ausdauer, Nerven und Glück. Du bekommst sogar ein Achievement, wenn du die Waffe erhalten hast, denn der Aufwand, den du betreiben musst, ist immens. Aber es lohnt sich, denn sie verfügt über unbegrenzte Munition, kontinuierliches Schnellfeuer und überhitzt nie. Es gibt verschiedene Wege, um die Scarab Kanone zu bekommen. Und der bekannteste ist, die Banshee durch den Tunnel zu locken. Die Banshee soll dir folgen, also musst du dir ihre Aufmerksamkeit sichern, indem du immer wieder auf sie feuerst. Die Banshee kann jederzeit stecken bleiben, despawnen oder sich umdrehen und einfach abhauen. Damit die Banshee durch den Tunnel passt, musst du ihr an der richtigen Stelle die Flügel abschießen. Du wirst beschossen und musst gleichzeitig dafür sorgen, dass die Banshee nicht beschädigt wird, denn du brauchst sie unversehrt. Du übernimmst die Banshee und setzt dich selbst an Steuer. Wenn du sie erfolgreich durch den Tunnel gelotst hast, erhältst du dafür die mehr als verdiente Scarab-Kanone. Die gesamte Story von Turok ist darauf ausgelegt, das Kronos Zepter zu erhalten. Also ist es klar, dass du einige Hürden überwinden musst, um es zu bekommen. Es ist die stärkste Waffe im Spiel und allein diese mächtige Waffe bedeutet die Rettung für unseren Helden, für seine Freunde und die ganze Welt. Bevor du die Waffe einsetzen kannst, musst du allerdings erst alle 8 Teile der Waffe finden. Ein Teil ist in jedem Level versteckt.
Was sich machbar anhört, ist allerdings mies schwer. Die Karten sind groß und verwinkelt. Du kannst wegen des Nebels nur wenige Meter weit sehen. Und die Chronoszepterteile sind krank fies versteckt. Hinter gemeinen Sprunghürden, in Abgründen oder sogar in Lava. Nur einen einzigen zu finden bedeutet schon Erfolg. Wenn du endlich alle Teile zusammen hast, ist der Chronoszepter einsatzbereit und in der Lage, den Endboss zu besiegen. Kommen wir zur Infinity-Pistole aus Borderlands 2. Gamer lieben die Waffe, weil sie unendlich Munition hat. Du musst also niemals nachladen und ihr Streubild formt das Unendlichkeitszeichen, was witzig ist. Nur hat die Pistole eine winzige Chance, gedroppt zu werden, was das Farmen der Waffe zu einer nervigen Strapaze macht. Doc Mercy hat eine erhöhte Chance, die Waffe fallen zu lassen. Aber wir sprechen hier auch nur von einer Chance von 0,7%. In Foren schimpfen Gamer, dass sie stundenlang gefarmt haben, ohne die Waffe erhalten zu haben. Der Frust ist also groß. Wenn Glück der ausschlaggebende Faktor ist, der dir eine Waffe sichert, dann ist das immer lästig. Und nicht alle Gamer halten die Infinity-Pistole für erstrebenswert. Denn auf große Distanzen ist die legendäre Waffe mit ihrem festen Streubild weniger geeignet. Ein Göffel ist eine Mischung aus Gabel und Löffel. Im Real Life siehst du sowas selten. Und ausgerechnet in Call of Duty Black Ops gehört dieses komische Besteck zu den besten Waffen im Spiel. Das Göffelmesser ist eine versteckte Nahkampfwaffe in den Zombie-Karten Mob of the Dead und Blood of the Dead. Und es ist die zweitstärkste Nahkampfwaffe, die es gibt, da es mit dem richtigen Level einen Zombie mit einem einzigen Nahkampfangriff töten kann. Um den Göffel zu erhalten, muss der Spieler allerdings eine ganze Reihe von Aufgaben erfüllen. Das Silbermesser muss bis hin zum goldenen Löffel upgradet werden. Und das erfordert viele kleine Schritte, von denen dir einige ziemlich abwegig vorkommen. Unter anderem müssen wir in einer Badewanne voller Blut rühren. Du musst ein Flugzeug bauen und es zur Golden Gate Bridge bringen, ein Poster mit einer Granate bewerfen, ein Portal sprengen und den Löffel schocken. Und das sind nur wenige Schritte der ganzen Liste. Der Unmaker aus Doom Eternal ist eine geheime Waffe, an die ihr nur kommt, wenn ihr die empirischen Schlüssel sammelt. Und davon braucht ihr 6 Stück. Tja, nur müsst ihr für jeden verdammten Schlüssel die Slayer-Tor-Herausforderungen bestehen. Und Cheats helfen euch hier nicht weiter. Die Slayer-Tore sind von toughen Feinden besetzt, die bockschwer sind. Und es müssen eben alle Slayer-Tore geschafft sein, bevor du den jeweiligen Himmelsschlüssel bekommst. Erst dann ist die Geheimwaffe dein. Du bekommst sogar ein Achievement dafür. Der Unmaker schießt breit gefächert Laserkugeln und vernichtet nahezu jeden Dämonen im Spiel mit Leichtigkeit. Die Waffe kann es sogar mit der BFG aufnehmen. Wir verabschieden uns mit einem letzten Eintrag von euch, und zwar mit der unsäglich nervenaufreibenden Aktion, die du für das Mars-Siegel für Lulus Waffe aus Final Fantasy X ausführen musst. Dafür musst du ein Minispiel starten, in dem du 200 Blitzen in Folge ausweichen sollst. Ohne Fehler und mit perfektem Timing. Drückst du rechtzeitig die Kreuztaste, wenn das Bild kurz aufleuchtet, macht Tidus einen Sprung nach hinten. Aber um ohne Fehler zu spielen, musst du wahnsinnig konzentriert sein. Jedes Störgeräusch oder noch so kleine Ablenkung sorgt dafür, dass du das Spiel von vorn beginnen musst. Gewöhnlich dauert es Stunden, bis du diese Aufgabe als normaler Spieler bewältigt hast. Danke fürs Zuschauen. Habt ein mega entspanntes sonniges Wochenende mit viel guter Laune und Grillwetter. Schaut am Samstag wieder rein in unser neuestes Video. Like dieses Video, wenn ihr uns glücklich machen wollt. Und bis zum nächsten Mal!